Schalke hat auch noch einen ganz guten Trainer jetzt offensichtlich. Das läuft doch ganz gut. Haben Sie den im Blick? Na, wenn du den anfasst, gibt es eine Prügelstrafe, das steht fest. Also ich verspreche dir, dass wir da Ruhe geben. Was machen Sie, wenn Schalke sich für die Champions League qualifiziert? Wo wird dann gefeiert? Ja, dann werde ich meinen Reisepass verlängern. Ja? Ja, was wird da gefeiert? Da feiern wir nicht, da konzentrieren wir uns dann darauf. Denn da wollen wir auch nicht gleich wieder aussteigen, sondern wollen wir gerne weitermachen. Also wenn er das dieses Jahr nicht schafft? Dann gibt es Prügelstrafe. Ja, gibt es Prügelstrafe. Sie haben nicht vorher telefoniert zum Thema Goretzka? Clemens hat mich vor Weihnachten angerufen, als die ersten Gerüchte hochkamen. Und dann hat er mich gefragt, was da ist. Und dann habe ich ihm reinen Wein eingeschenkt. Bei dem Transfer Leon Goretzka, den habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ich habe nie am Tisch gesessen, als mit dem gesprochen wurde, beziehungsweise seinem Berater. Mit ihm wurde er praktisch nicht gesprochen, aber mit dem Berater. Aber selbstverständlich war ich informiert, was sie machen. Und das ist der Idealfall, dass man, dass der Vorstand weiß, im Aufsichtsrat sind Leute, die nicht blockieren, die nicht auf Teufel komm raus alles verhindern, sondern die ganz vernünftige Argumente einbringen und dass man dann gemeinsam Entscheidungen trifft. Und so funktioniert es bei uns. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren sehr zum Wohle des FC Bayern so installiert.